Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Wir hatten ja beschlossen, Strip Mine zu gehen. Hallo Snow. Würde ich ganz gerne machen auch. Da hatte ich so viel Mist drin in dieser Kiste. Da schmeiße ich einfach gerade mal den nächsten Mist dazu. So, Fackeln, ja, die sollte ich mitnehmen. Ich würde dann einfach mal das Inventar versuchen, komplett leer zu kriegen. Wir haben hier noch ganz schön viel Steinziegelzeugs und so drinne, sehe ich gerade. Ja. Sollten wir eventuell dann mal dran denken, das mitzunehmen. Das brauche ich nicht. Schaufeln nehme ich mit. Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke sollte ich. Ist da noch Eisen gewesen? Ah, cool. Also ich muss wirklich. Die nächsten Parts sollten wir wirklich auch nochmal versuchen, es hinzukriegen, Kisten zu sortieren. Also tatsächlich mal zu gucken, was haben wir noch wo, dass man mal alles zusammenträgt. Fackeln. Habe ich hier irgendwo Fackeln? Nee. Wenn ich die an die Wand pappe, habe ich keine mehr, ne? Da sind auch keine. Nein, Feuerzeuge habe ich viele. Warum habe ich so viele Feuerzeuge? Ich denke wahrscheinlich jedes Mal auch, ich habe gar kein Feuer. Fackeln. So, Fackeln haben wir. Da würde ich nur ein bisschen Holz mir mitnehmen. Wobei 64 Fackeln sollten da schon reichen. Und dann gehen wir mal rüber in die Verzauberstube. Voilà. Mensch, ich mit meinen Fackeln hier. Hier ist irgendwo eine Spinne. Ich vermute hier unterm Dach oder so. Aber da ist doch gar nicht großartig Zwischenraum. Ja gut, auf eine Spinne reicht's, ne? Na gut. Und es klappert auch. Oder ist das unter uns? Müssen wir sonst mal schauen. Ach so, genau. Ich mache mir auf jeden Fall eine Dia-Hacke. Da sollte dann noch eine reichen, gehe ich mal von aus. So lange wollen wir ja auch gar nicht meinen. Das wäre ja viel zu viel. Und dann schauen wir doch mal. Effizienz 1. Juhu. Aber mehr EPs haben wir leider nicht. Sollten vielleicht mal drüber nachdenken. Nur mal drüber nachdenken für die nahe, etwas weiter entfernte Zukunft, denn ich habe jetzt ganz schön viel geplant schon. Wir haben ja auch zusammen ganz viel geplant. Ihr habt ja ganz, ganz viele Ideen gehabt. Und da muss jetzt einiges erstmal umgesetzt werden und gebaut werden. Aber irgendwann in naher Zukunft, wenn wir alles andere dann so gebaut haben, wow, könnten wir ja vielleicht mal gucken, dass wir, Gott, ich habe hier echt noch viel Zeugs, ne? Dass wir eine Dings bauen, eine kleine Monster-Farm, also eine EP-Farm. Muss nichts Großes sein, nicht so wie in Radiant Oceana, da haben wir ja nun ein riesen Ding irgendwie, sondern tatsächlich was Kleines, wo dann eventuell unten dran dann auch gleich einen Laden ist, wo wir die ganzen Mob-Drops dann auch lagern können. Hallo, was willst denn du hier? Habe ich Rückstoß auf dem Schwert? Oh ja. So, ich werde jetzt mal schauen, dass ich mich hier irgendwo reinbuddel. Irgendwo, wo ich hier noch so ein bisschen was ist, wo noch nicht gemeint worden ist. Oh, was steht denn hier? Was steht denn hier rum? Also ich bin mir sicher, dass ich das nicht war. Das ist bestimmt noch von Wusimu oder so. Ich mache mir hier mal einen Waypoint hin. Wie füge ich denn jetzt noch Waypoints hinzu? Ich glaube Escape. Nein. Oh. Ja, da sollte man vielleicht wieder einloggen, ne? Das war der falsche Knopf. Definitiv. M, nein, X, nein, B.
Aha, B. Gut, Kiste. Bestätigen. Gut. Ich hoffe, das finde ich dann noch wieder. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, weil die Welt nachlädt. Klar, ich habe ja ausgeloggt gehabt. Ist auch möglich, dass es jetzt so bleibt, denn immer wenn ich auslogge und wieder einlogge, habe ich das Problem, dass alle 2 Sekunden eben so ein Aussetzer kommt. Das habe ich schon ganz lange. Wir schauen jetzt mal, ob das weggeht oder so bleibt. Nein, das scheint so zu bleiben. Dann würde ich sagen, starte ich das Spiel an dieser Stelle neu und wir sind dann gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hoffe jetzt ruckelfrei. Ruckelt gerade noch ein bisschen, aber sollte sich gleich erledigt haben. Okay, ich denke, hier ist Stripmine-mäßig nicht mehr viel zu holen. Ganz schön ausgeschlachtet alles schon. Eventuell hier in diese Richtung. Ich würde jetzt hier einfach mal anfangen und mal ein paar Mal hin und her gehen. Und ja, ich stelle dann jetzt auf Schnelllauf und wir hören uns dann danach wieder. So, ich habe mir gerade überlegt, während ich hier so ein bisschen vor mich hingebuddelt habe, so planlos, völlig planlos, ich gehe mal zur Kiste irgendwie zurück, die wir gefunden hatten, dass wir haben ja hier einen Sumpf in der Nähe, also
unterm Flughafen ist ja ein Sumpf. Und da könnte man doch eigentlich, das nehme ich mal mit, eigentlich unten drunter halt auch Stripmine beziehungsweise halt einen großen Raum ausheben. Das müsste doch eigentlich funktionieren, dass dort dann Slimes spawnen. Eigentlich. Müsste man mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert, dass die da auch spawnen. Denn ich muss zugeben, das weiß ich wieder mal gar nicht so genau, ob Slimes jetzt auch ja auch unten in Sumpf Chance spawnen oder ob die eben nur in gewissen Chance spawnen und im Sumpf halt nur nachts und das auch nur an der Oberfläche. Müsste man mal schauen, müsste man ausprobieren, müsste ich auch mal lesen drüber. Oh, schon wieder ein Skelett. Denn ich weiß eigentlich nur, dass die eben im Sumpf spawnen nachts und halt, dass es gewisse Slime-Chunks gibt, wo die eben dann ab einer Höhe von, schieß mich tot, ich habe keine Ahnung, von welcher Höhe aus, die dann eben spawnen und brauchen dann halt einen relativ großen Raum, der darf auch ausgeleuchtet sein. Jetzt habe ich mich verjagt. Das ist also alles in Ordnung für die und ja, da würde ich dann ganz gerne mal versuchen, eventuell da ein bisschen was auszuheben und dann haben wir vielleicht einen Slime-Schrank. Das wäre ja schon echt cool. Haben wir hier noch Koppel? Wir haben hier noch Koppel. Ah. Haben wir hier auch noch Eisen? Wir haben hier auch noch Eisen. So, das nehmen wir mit. Wir werden brennen. Andersrum. Wir werden die Sachen jetzt brennen. Was ist das? Ach. Andesit. Theorit. Hatte ich das letzte Mal da schon reingepackt, glaube ich, ne? Ich glaube schon, dass das so war. Gold können wir hier lassen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da können wir dann lieber noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Lapis und so, das bringen wir dann irgendwann mal in den Laden. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, es ist Tag. Ja, passt. So, dann erstmal ins Lager und das Brennen. Da müssen wir auch unbedingt noch mal eine Brennerei bauen. Wir hatten ja mal eine, die ist aber, ja, wie ich ja schon mal gesagt hatte, dem ganzen Umbau zum Opfer gefallen. Und es wurde halt keine neue Brennerei gebaut. Da müssen wir auch noch mal auf jeden Fall ein bisschen was Größeres noch mal bauen. Auch eben mit automatischen Öfen, denn das alles per Hand zu machen ist dann doch zu viel, finde ich. So, dann brennt. Kohle können wir gleich voll machen. Soll der Geiz. So, hinten haben wir keine Öfen mehr. Ne, die hatte ich doch rausgenommen. Hier haben wir noch einen. Und einen habe ich noch in der Tasche. Bauen wir gerade mal ein bisschen um hier. Zack. Ich denke, den Keller hier werden wir sowieso zumachen, wenn wir hier eine Boutique draus machen. Denn wozu brauchen wir den dann? Das ist ja eigentlich Schwachsinn. Habe ich noch Kohle? Ich und die Fackel, wenn ich die in der Hand habe, pappe ich die mal irgendwo gegen. So, dann nehmen wir doch da einfach mal Kohle raus. So. Und Rinder. Dann kann das Ganze brennen. Die Sachen packe ich jetzt hier erstmal aus. Das müssen wir nach und nach alles brennen. Ist natürlich schwierig, wenn das alles so lange dauert, ne? Und man da jetzt immer rumsteht und warten muss. Wir gehen jetzt mal eben schnell gucken, ob da zufälligerweise Behutsamkeit drin ist. Aber 30 Level. Das ist so gemein.
Das ist so gemein. Puh, ich rede nicht mehr mit dir. Ah, 30 Level haben wir natürlich nicht. Sowas Blödes. Nein. Okay, dann würde ich nochmal eben meine Schere holen. Dann machen wir so ein bisschen weiter mit der Straße. Schere. Da. Und da habe ich noch ein paar. Ja, würde ich sagen, machen wir ein bisschen mit der Straße weiter. Und warten dann auf unser Zeug, was wir da brennen, auf den Stein und so. Dass wir da auf jeden Fall ein bisschen was haben. Und dann schauen wir nochmal, dass wir die Behutsamkeit irgendwie, müssen wir an Behutsamkeit kommen. Wobei wir eigentlich den unteren Teil vom Imbiss ja schon machen können. Es ist ja eigentlich nur der obere, den wir noch nicht fertig machen können. Und ich überlege mir nochmal was, wie wir das mit der Brennerei eventuell jetzt erstmal provisorisch ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, mal schauen. Sonst könnte man ja vielleicht irgendwo erstmal draußen einen automatischen Ofen hinstellen. Mal gucken. Oder ich überlege mir was für eine Brennerei und wir bauen das als nächstes. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass wir das dann halt relativ schnell machen und eben auch vorziehen. Denn brennen müssen wir die Sachen ja nun mal. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Na. Ja, und so eine Monster-Farm, EP-Farm, wäre ja eigentlich auch praktisch, dass man zumindest EPs farmen kann. Die sollte man, wenn dann ja eigentlich auch möglichst unterirdisch bauen. Also dass halt tagsüber auch die Mobs dort spawnen. Und da könnte man ja eigentlich ja einen Laden oben drüber stellen, oder? Ich überlege gerade, eventuell könnte man ja auch das Lager als Monster-Dingensen nehmen. Man könnte da ja mal gucken, ob wir das so weit umgebaut kriegen, dass man da eventuell das Nethertor mit reinkriegt. Und dann unten drunter die Monsterfalle, Nethertor mit rein. Und dann halt in diesem Lager keine Boutique reinmachen, sondern muss ich gerade überlegen. Ganz kleinen Moment. Hatte ich das so weit hier? Ich glaube, das hatte ich sogar weiter geplant, die Straße. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Na gut. Also, um das weiter fertig zu spinnen, man könnte dann ja irgendwie das Lager nicht als, wie gesagt, nicht als Boutique, sondern als Lager eben nehmen für die Monstersachen und für die Nether-Sachen, dass man da eben alles, was Mob-Drop ist, irgendwie lagert halt was typisch Mob-Drop ist. Da fallen die Hexen, finde ich, immer so ein bisschen aus dem Rahmen. Denn die droppen ja so Redstone und so, da haben wir ja einen Laden für. Ja, dass wir auf jeden Fall das da reinmachen und dann halt die Nether-Sachen. Sowas wie Nether-Zügel und Nether-Zügel-Zaun, so Dinge halt einfach, dass man das dann eben dort lagert. Und ja. Halt eine Abteilung Monster, eine Abteilung Nether. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Das könnte man eigentlich so machen. Ja, ich denke doch, dass das kann man so machen. Das machen wir so. Da würde ich auch sagen, fangen wir dann direkt an, also im nächsten Part. Ich würde dann nach diesem Part dann eine Aufnahmepause machen und einfach mal gucken, wie sich das umsetzen lässt mit der Falle. Inwieweit wir das da machen, denn das soll ja eigentlich letztendlich eine recht einfache EP-Farm werden. Die werden wir, denke ich, genauso aufbauen wie in Radiant Oceana und das ist dann ja eigentlich kein großes Hexenwerk, das kriegen wir da schon hin. Sollen wir nur gucken, wie wir da am schnellsten hoch und runter kommen. Mal gucken, vielleicht machen wir uns da auch einen Port hin oder so.
Mal schauen. So, jetzt mache ich hier noch das kleine Stück weg. Okay. Ja, und dann sollten wir ja nochmal runter in die Mine zu der Kiste. Die ist ja noch nicht leer, dass wir die nochmal komplett leer machen. Ist ja echt nett, wenn man so einen Schatz findet irgendwie, wo dann so viel Cobblestone auch drin war. Das ist ja echt super. Dann braucht man nämlich nicht so viel meinen gehen. Das ist nämlich ganz schön, ja, ganz schön lahm, finde ich. So, okay. Dann müssen wir nochmal alles mit Erde auffüllen hier. Das machen wir aber nicht jetzt. Wird das schon wieder dunkel? Da steht ein Schaf. Da steht ein Schaf vor der Tür. Tja, auch nicht schlecht. So. Dann füllen wir hier das noch eben auf. Oh, das schaffen wir gar nicht mehr. Ich muss schlafen gehen. Jetzt habe ich mich vom Schaf erschrocken. So. Okay, jetzt gehen wir schlafen, denn sonst wird das gleich zu dunkel. Dann haben wir hier nur wieder Monsterprobleme. So. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und fangen dann auch gleich mit der Monsterfalle an. Also, bis denn. Ciao, ciao.